Leute, wie erwartet ist Bitcoin aus unserem Symmetrical Triangle nach oben ausgebrochen und geht weiter auf unseren Targetbereich von 59.000 bis $63.000 zu. Ob sich jetzt mittlerweile irgendwas verändert hat und ob ich glaube, dass der Kurs vielleicht bereits früher mit einer Korrektur rechnen muss, darum geht es heute im Video. Ich werde euch ganz genau sagen, was ich in den nächsten Stunden und auch in den nächsten Tagen, vor allen Dingen jetzt mit dem Breakout hier aus dem Symmetrical Triangle nach oben bei Bitcoin erwarte. Natürlich werden wir uns auch noch Ethereum ein bisschen genauer anschauen, denn bei Ethereum passieren gerade ein paar sehr, sehr interessante Sachen, denn Ethereum schwächelt gegenüber Bitcoin gerade enorm. Und das bedeutet natürlich, dass wir vielleicht mit ein paar neuen Szenarien auch im gesamten Altcoin-Markt rechnen müssen. Falls euch das interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Ansonsten, Leute, ganz klare Sache, ich werde euch natürlich auch ein Update über meine Trades geben. Wie ihr sehen könnt, Leute, mein Bitcoin-Trade mittlerweile mit $550.000 im Gewinn. Dann haben wir natürlich immer noch unseren Ethereum-Trade offen. Ihr seht es auch schon, es macht sich jetzt, es hat sich einfach gelohnt, noch keine Profite bei dem Bitcoin-Trade zu nehmen. Denn Bitcoin, wir haben die ganze Zeit mit einem weiteren rapiden Anstieg gerechnet und der passiert genau jetzt gerade heute. Der Ethereum-Trade auch mit $280.000 im Gewinn. Hier hat es sich auch auf jeden Fall gelohnt, die Position nochmal zu vergrößern. Schauen wir uns unseren XTZ-Trade ganz kurz an. XTZ ist ein wenig gepumpt und bestätigt hier jetzt gerade so ein bisschen den ehemaligen Widerstand als Support. Das heißt, bei XTZ erwarte ich auch eigentlich relativ kurzfristig jetzt bald einen weiteren Pump, solange wir hier diesen horizontalen Support halten können. Aus diesem Grund werde ich meinen XTZ-Trade hier an der Stelle dann auch vergrößern. Ansonsten haben wir natürlich auch immer noch hier unseren Link-Trade. Link hat jetzt hier auch tatsächlich es geschafft, hier über diesen ganzen horizontalen Widerstand auszubrechen und ihn auch als Support zu bestätigen. Genau dasselbe, was XTZ gerade macht. Unser Link-Trade auch mit ungefähr $40.000 im Gewinn. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Litecoin-Trade. Litecoin hängt gerade immer noch etwas hinter und schafft es noch nicht so wirklich, obwohl wir hier diesen Falling Wedge hatten, richtig das Breakout zu nutzen und neue All-Time-Highs zu machen. Trotzdem, der Link-Trade mit $15.000 im Gewinn, den werden wir auch auf jeden Fall erstmal laufen lassen. Ich werde euch heute im Video kein großes Update zu XTZ, Link oder Litecoin geben, sondern wir werden den Fokus auf Bitcoin und dann auch noch auf Ethereum legen. Aus diesem Grund habe ich euch jetzt einfach ganz kurz ein kleines Update hier zu XTZ, Link und Litecoin am Anfang des Videos gegeben. Ansonsten, falls euch für das ganze Trading-Thema interessiert, Leute, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Ihr habt gerade gesehen, in diesen volatilen Marktphasen ist so viel möglich momentan, selbst mit kleineren Geldbeträgen. Aus diesem Grund, Leute, schaut euch definitiv mal dieses Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an, Leute. Dieses YouTube-Video hier in der Videobeschreibung, sollte eigentlich wirklich jeder von euch einfach mal aufmerksam gesehen haben. Schaut es euch einfach zwei, dreimal an und sobald ihr es euch komplett angeschaut habt, könnt ihr euch natürlich gerne noch bei Bybit, Femex und Duodex mit meinen Affiliate-Links registrieren. Damit unterstützt ihr mich. Ihr kriegt nochmal den bestmöglichen Bonus, über $1.000 komplett kostenlos für eure ersten Trades nach eurer ersten Einzahlung. Was natürlich bedeutet, dass ihr eure ersten Trades ohne Risiko machen könnt und die Gewinne, die ihr mit diesem kostenlosen Bonusguthaben macht, könnt ihr auch noch auszahlen. Und wie gesagt, diese Boni bekommt ihr nur mit meinen Affiliate-Links und jeder, der meinen Affiliate-Link benutzt, dem wünsche ich natürlich nochmal ein bisschen extra Glück. Aber an der Stelle, Leute, bei diesen volatilen Bullenmarktphasen, ich weiß gar nicht, ob man da auch nur ansatzweise großartig Glück braucht, wenn man sich zumindest an den Trend hält. Ich würde aber einfach sagen, Leute, wir reden jetzt nicht großartig rum, sondern schauen uns den Bitcoin-Kurs direkt mal etwas genauer an. Ein genaueres Update zu meinem Trade. Meine Meinung bleibt immer noch gleich, Leute, allgemein. Ich werde definitiv jetzt noch keine großartigen Profite bei diesem Bitcoin-Trade hier nehmen. Ich kann sein, dass ich jetzt nach dem Video ungefähr mal 20% an Profiten nehme. Ja, bei 20% muss ich sagen, ist die Position immer noch $800.000 groß. Vielleicht vergrößere ich sie auch direkt nochmal. Ich möchte aber tatsächlich jetzt hier an der Stelle einfach mal so zwei Bitcoin, einfach schon mal so $100.000 aus dem Bitcoin-Trade rausnehmen. Genauso wie wir das bei Ethereum gemacht haben. Bei dem Ethereum-Trade hatten wir ja auch bereits über $100.000 an Profit rausgenommen. Der Ethereum-Trade ist ja auch sozusagen gerade mit $400.000 im Gewinn. Insgesamt sind alle unsere Bybit-Trades jetzt, by the way, auch, müssten jetzt auch siebenstellig insgesamt im Gewinn sein, was sehr, sehr nice ist. Ja, alle unsere Bybit-Trades zusammen sind jetzt auch siebenstellig tatsächlich im Gewinn, abgesehen von den Femex-Trades, die wir noch haben. Das ist natürlich nice. Aber wir wollen uns jetzt den Bitcoin-Kurs etwas genau anschauen. Genau wie wir es erwartet haben, Leute, ist nämlich Bitcoin logischerweise hier aus unserem Symmetrical Triangle nach oben ausgebrochen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe gelivestreamt, als wir hier den Widerstand angetestet haben und hier diesen Breakout-Versuch gestartet haben. Das hat leider nicht geklappt. Wir wurden hier an der Stelle rejected, haben eine Korrektur gesehen, haben hier erneut wunderschön auf dem Hourly-Chart einen Bounce gesehen von unserem ehemaligen Widerstand, von dem, der zu Support geworden ist. Seht ihr hier, hier war es einmal Support, hier war es einmal Support und hier hat der Support dann gehalten. Und wir sind wunderbar gebounced und haben mit diesem Bounce dann auch direkt ein Breakout aus unserem Symmetrical Triangle gesehen. Und wie ich euch gesagt habe, Leute, sobald wir das Breakout nach oben aus dem Symmetrical Triangle sehen, erwarte ich den nächsten explosiven Move bei Bitcoin. Und was ist danach passiert, Leute, schaut euch das an. Boom.
Bitcoin ist einfach innerhalb von wirklich kürzester Zeit auf 55.000 Dollar angestiegen. Das heißt, wir haben wirklich einen explosiven Move nach oben gesehen. Aus diesem Grund muss man ganz klar sagen, Leute, dass dieser explosive Move jetzt hier mitten in der Luft in Anführungszeichen endet, halte ich für eher unwahrscheinlich. Aus diesem Grund, Leute, weiterhin meine Target Area 59.000 bis 63.000 Dollar. Ich kann euch nur jetzt, wie gesagt, schon mal sagen, ich werde dieses Mal das erste Mal ein bisschen Profite nehmen. Das heißt, ich werde bei dem Bitcoin-Trade jetzt hier ungefähr 20%, das heißt von 1 Million Dollar werde ich 200.000 Dollar an Positionsgröße closen und einfach schon mal ein paar BTC wieder sicher mitnehmen. Die BTC behalte ich ja dann sowieso, also die BTC, die Profite bekomme ich ja in Bitcoin. Das heißt, sobald der Bitcoin dann weiter steigt, mache ich ja auch mit den Profiten, die ich genommen habe, theoretisch weiter Profite. Das ist ja ganz nice. Wenn ich jetzt hier 200.000 Dollar Position Size close, kriege ich ja 100.000 Dollar wieder. Und diese 100.000 Dollar sind ja genauso wie jetzt hier die Position Size. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, theoretisch verkleinere ich meine Position nur um 100.000 Dollar, weil die BTC, die ich bekomme, sind ja auch 100.000 Dollar wert. Das ist halt ganz cool. So läuft die Position dann sozusagen 1:1 weiter. Das heißt, ab 1 Million Dollar hier in Profit könnte ich die Position eigentlich komplett schließen und würde fast dieselben Profite einfach mitnehmen, während wir dann weiter steigen. Das muss man natürlich auch immer bei so einem Trade bedenken. Aus diesem Grund ist es jetzt an der Zeit, denke ich, einfach mal ein bisschen Profite zu nehmen, wo man einfach mit fast 1000% im Gewinn ist. Ansonsten, Leute, schauen wir uns Ethereum ein bisschen genau an. Was ist bei Ethereum passiert? Ethereum hat es ja hier auch mit einem Breakout-Versuch Breakout-Versuch gestartet, hier aus unserem wunderschönen Bullflag rauszukommen. Man muss aber sagen, es gab eine kleine Rejection, wir sind wieder ein bisschen korrigiert. Ethereum ist tatsächlich nicht allzu weit korrigiert, das heißt, Ethereum hält hier seine Kurse immer noch sehr, sehr sauber. Man muss aber eine Sache sagen, und zwar sehen wir hier was auf dem Ethereum Bitcoin Chart, und zwar, obwohl wir hier einen Breakout hatten, scheint es hier noch einen zweiten abfallenden Widerstand zu geben. Das heißt, Ethereum muss tatsächlich nicht über diese einzelne Linie, sondern Ethereum muss hier über diesen allgemeinen Widerstandsbereich drüber kommen. Ja? Und solange das nicht der Fall ist, erwarte ich bei Ethereum noch keine großartigen Pumps. Ja? Ganz klare Sache, auch wenn Bitcoin gerade enorm pumpt, wir müssen hier bei Ethereum aus diesem Descending Triangle nach oben ausbrechen. Das ist relativ wichtig. Und jetzt haben wir, denke ich, auch die Chance nochmal dazu. Wir können jetzt hier wunderbar einen doppelten Boden formen. Ja, wir können jetzt hier wunderbar einen doppelten Boden formen und einen Breakout nach oben sehen. Solange wir das bei Ethereum nicht gesehen haben, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich bei Ethereum noch keine enormen Pumps. Erst wenn wir hier bei dem Ethereum Bitcoin Chart wieder bullish sind, erwarte ich große Pumps bei Ethereum. Davor muss ich ganz klar sagen, wird Ethereum gegen Bitcoin ein bisschen nicht so gut performen. Einfach ganz klare Geschichte. Ich werde aber meinen Ethereum-Trade trotzdem genau mit dieser Größe weiterhin offen lassen, denn ich rechne bei Ethereum definitiv mit keiner größeren Korrektur, also definitiv nicht. Unser Entry-Price ist bei 1526. Auf diesem Kurs erwarte ich nicht, dass Ethereum runterfällt. Aus diesem Grund, Leute, lassen wir den Trade offen. Wir werden den Ethereum-Trade sogar vielleicht dann nochmal vergrößern. Also sobald wir hier bei Ethereum Bitcoin das Breakout jetzt hier über die zweite Linie sehen, wir haben es ja bei der ersten Linie ein bisschen vergrößert, kann sein, dass wenn wir das Breakout hier dann jetzt wirklich mal sehen mit einer Bestätigung, dass ich dann den Ethereum-Trade sogar nochmal vielleicht verdoppeln werde oder sowas, weil danach wird Ethereum wirklich eine unglaubliche Rallye hinlegen und die will ich dann doch schon mit richtig ordentlich Positionsgröße mitnehmen. Aber ich würde sagen, Leute, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Wenn ihr euch für dieses ganze Trading-Thema hier interessiert, wie gesagt, schaut euch das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks in der Videobeschreibung an. Dieses YouTube-Video solltet ihr euch einfach mal komplett und aufmerksam anschauen, dann wisst ihr ganz genau, wie das alles funktioniert, wie ihr die Informationen aus meinen Videos in die Realität umsetzen könnt. Und wenn ihr mich dann noch unterstützen wollt, registriert euch gerne bei Bybit, Femex und Duodex mit meinen Affiliate-Links. Damit unterstützt ihr mich. Ihr kriegt nochmal über 1.000 Dollar komplett kostenlos nach euren ersten Einzahlungen. Und ganz klare Sache, Leute, ihr unterstützt mich damit. Aus diesem Grund, jeder, der meinen Affiliate-Link benutzt, dem wünsche ich natürlich auch nochmal ein wenig extra Glück. Ich würde aber sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich heute Abend in einem Livestream. Und wenn ich es nicht schaffe zu Livestreamen, dann sehen wir uns spätestens morgen früh wieder in einem Video oder in Updates in der Telegram-Gruppe. Deshalb, Leute, sehen wir uns da. Bis dahin, haut rein. Ciao.